Du lebst jetzt schon seit ein paar Jahren im Ausland, richtig? Seit anderthalb jetzt. Mexiko ist natürlich einer meiner neuen Heimatorte jetzt geworden. Ja, es ist. Du fühlst ja schon ein recht freies Leben. Und wie kam das denn bei dir? Weil ich will eigentlich zu dem Thema Ayahuasca kommen, dass du darüber ein bisschen erzählst, was das mit dir gemacht hat. Auch überhaupt, wie du so ein bisschen in die Spiritualität gekommen bist, in das bewusste Sein. Die erste legale Zeremonie, die es in der Form je in Deutschland gab. Also, interessant, wusste ich gar nicht, dass überhaupt sowas in Deutschland legal sein kann. Ist ja auch so bescheuert zu denken, meditieren heißt, man setzt sich dahin und so in dieser Om-Pose wie so ein Mönch, das hat ja gar nichts damit zu tun. Aber ich hatte ein gebrochenes Herz. Verzweiflung ist ja oft ein Treiber, der Menschen in so eine Erfahrung am Anfang reintreibt. Man sucht ja nach Antworten. Ja. Wenn wir einmal nur dem folgen, was uns Spaß macht, aber halt nicht komplett blind. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich würde mir jetzt beim Highest Excitement vielleicht überlegen, ob ich mir halt ein Tattoo an den Hals mache. Und selbst wenn du dann schlecht behandelt wirst, dann das abzuhaken, diesen Menschen gar nicht viel Raum in dein Leben zu geben und dann dem nächsten Menschen aber wieder mit deiner vollen Liebe und mit deiner vollen Strahlkraft. Und was, wie du sagst, Gesetz der Anziehung. Ja, würde ich sagen, passt, oder? Ja. Von der Situation her. Ja, okay. Hier bewegen. Ja, ich bewege mich nicht mehr mal zwischendurch. Okay, perfekt. Willkommen zu einem neuen Talk. Und heute habe ich mal einen anderen Gast neben mir und nicht den Leon. Und zwar der Sascha ist heute da. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ganz interessant, Sascha und ich haben uns ja irgendwie connected durch diese Ayahuasca-Community, sag ich mal. Ja. Durch Sarah war das nämlich. Mhm. Und wir haben uns dann letztens mal hier im Holistica, wo wir auch heute sind, in Tulum, vom 3 Monaten kennengelernt, mit dem Leon sogar, hatten wir das erste Mal uns persönlich getroffen und wir haben uns gleich, ich sag mal, totgequatscht. Wir sind direkt in den Deep Talk gekommen. Das geht dann meistens relativ schnell mit den richtigen Menschen, ne? Ja, dann genau. Kommt man direkt, bam, rein, da wird keine Zeit verloren. Genau, und das Interessante ist, wir sind dann direkt auf die Themen Ayahuasca und Bewusstsein und ne, Reisen und Leben im Ausland gekommen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, Sascha ist so ein interessanter Typ, der so viel zu erzählen, wir müssen unbedingt einen Talk machen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Also, ja. Erzähl doch mal oder stell dich doch mal vor. Ich meine, du lebst jetzt schon seit ein paar Jahren im Ausland, richtig? Seit anderthalb jetzt. Also seit anderthalb Jahren. Es ist noch gar nicht so lange. Mhm. Es ist zwar schon sehr viel passiert jetzt in den anderthalb Jahren, aber ja, Deutschland verlassen. Oder wir fangen mal chronologisch an. Ne? Du hast ja gerade gefragt, mich mal kurz vorstellen. Ja, Sascha, ne? 32 Jahre, aus Deutschland gebürtig, mittlerweile aber seit anderthalb Jahren in der Welt unterwegs. Mexiko ist natürlich einer meiner neuen Heimatorte jetzt geworden. Ja, es ist. Ich meine, ich glaube, dir brauche ich es ja nicht zu sagen. Du bist schon lang genug hier. Bei mir war es dann auch so ein bisschen lieber auf den ersten Blick letztes Jahr. Und ja, es wird zukünftig auch noch eine große Rolle, glaube ich, in meinem Leben spielen. Mhm. Und was war jetzt deine Frage nochmal? Ja, ich sag mal, was ich so interessant finde, wir wollen ja auch Menschen inspirieren. Ne? Du fühlst ja schon ein recht freies Leben. Und wie kam das denn bei dir? Weil ich will eigentlich zu dem Thema Ayahuasca kommen, dass du darüber ein bisschen erzählst, was das mit dir gemacht hat. Auch überhaupt, wie du so ein bisschen in die Spiritualität gekommen bist, in die, sag mal, in das bewusste Sein und auch, wie sich dein Leben verändert hat. Also wie kam das denn überhaupt, dass du, sag ich mal, in diese Themen reingekommen bist? Weißt du, Ayahuasca und ins Ausland gehen und so, wie kam das? Also ich sag mal so, es war sowas, was bei mir schon immer so irgendwo verankert war, mal aus Deutschland raus. So einfach mal, ich glaube, das kennen viele. So, was hast du in Deutschland gemacht vorher? Also ich habe mehrere Sachen gemacht, aber zuletzt hatte ich eine Influencer-Agentur. Also Social-Media-Bereich, klassisch, Instagram, Facebook, TikTok. Aber als Manager, also nicht als Content-Creator selber, sondern als Manager für Influencer. Und da habe ich auch gutes Geld verdient, hatte an sich auch oder habe eine super Familie, super Freunde. Es war eigentlich so, wenn du von außen drauf guckst, hätte keiner gesagt, der muss irgendwas verändern. Also das war bei mir auch so, okay, eigentlich ist alles gut, aber ich hatte gar keinen Tiefgang. Das weiß ich jetzt heute rückwirkend betrachtet. Und wie ich dann dazu gekommen bin, wie gesagt, war schon immer mal so ein Kern, so dieses, ja, im Ausland leben wäre schon geil. Mhm. So allein mal es zu testen, aber es sich überhaupt jetzt zu erlauben, da hinzukommen, so, weil man ist in seinem Job. Man hat einen Job, der ortsgebunden ist und man denkt sich so, ja okay, dann mit dem Influencer-Thema wurde das zwar schon lockerer, so da hätte ich auch von außerhalb arbeiten können und dann kam das auch immer mehr, so ey, eigentlich mal probieren. Und dann bin ich damals durch meine Ex-Freundin
eigentlich erst zu diesem Thema Plant Medicine gekommen. Also ich habe mit Ayahuasca nicht angefangen, sondern meine Ex-Freundin hatte zu dem Zeitpunkt Depression. Sage ich auch nur, weil das grundsätzlich bekannt ist. Also auch eine, also in dem Bereich, sonst würde ich es jetzt auch nicht so frei erzählen, über einem Kopf hinweg. Und darüber bin ich damals mitgekommen, einfach als Support, um ihr dabei zu helfen, in dieser Erfahrung ihr beizustehen. Was war das für eine Erfahrung? Das war dann eine Zeremonie in Deutschland, aber mit einer LSD-Variante. Also es ist ja, gibt ja dann nicht nur LSD, sondern es ist ja eine chemische Verbindung. Das hieß dann LSD-1, was also auch zu dem Zeitpunkt komplett legal war in Deutschland. Krass. Das war die erste legale Zeremonie, die es in der Form je in Deutschland gab. Also, interessant, wusste ich gar nicht, dass überhaupt sowas in Deutschland legal sein kann, ehrlich gesagt. Aber ich bis zu dem Zeitpunkt, ist sogar heute noch möglich, also auf dem legalen Weg mit diesen Substanzen, weil es da eine Grauzone gibt, in der man sich ein bisschen, aber ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, das darf sich jeder so ein bisschen selber erkundigen, aber es ist über eine deutsche GmbH gewesen, was damals auch der Grund war für mich, aus meinem alten Ich, dem Ganzen überhaupt Vertrauen zu schenken, weil ich war halt noch voll in, sag ich mal, der Matrix drin, in diesen ganzen Systemen und für mich war so, okay, wenn das eine deutsche GmbH ist, dann wird es gut sein. In dem Fall war es jetzt ja auch gut für mich, aber es gibt natürlich viele andere Sachen, wo man das, wo ich das heute jetzt nicht mehr so sagen würde. Und ja, dann bin ich mitgekommen. Und für mich war es wirklich dieses, was viele Leute auch erzählen, dieses, es gibt ein Leben in Vor und Danach. So, es wurden mir einfach so die Augen geöffnet, was für einen Tiefgang das Leben haben kann. Ja, krass. Auf der schönen Seite. Natürlich kamen auch negative, oder nicht negative ist das falsche Wort, es kamen natürlich auch ein paar Erkenntnisse hoch, die jetzt nicht so leicht zu verarbeiten waren, weil man einfach erkannt hat, ohne Filter, so, was willst du eigentlich wirklich? Und wenn du dann realisierst, okay, das will ich eigentlich wirklich, aber gerade stehe ich hier und das ist eine große Diskrepanz, dann tut das halt auch erstmal weh, weil du hast dann auch nicht sofort einen Lösungsansatz. Und das war dann so, aber so mein Einstieg in dieses ganze Thema Plant Medicine und auch Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Hättest du mich vor 3 Jahren kennengelernt oder vor 2,5, da waren diese ganzen Themen gar nicht präsent bei mir. Ich habe immer alle respektiert. Also wenn jetzt auch jemand, ja, ich gehe zur Meditation. Ich war nie jemand, der sich jetzt irgendwie darüber lustig gemacht hat. Aber es war so, ja gut, macht ihr mal. Ja, er hat damit noch keine Verbindung, noch so gar nicht. So gar nicht, so, ja, warum macht man das? So, hab mich mal hingesetzt, so versucht zu meditieren, wie man ja auch, ist ja auch so bescheuert zu denken, meditieren heißt, man setzt sich dahin und so in dieser Om-Pose wie so ein Mönch, das hat ja gar nichts damit zu tun, wenn man mal einmal eintaucht. Ne? So, man kann es ja auch im Liegen, man kann, also dieses reine Meditieren so zu manifestieren, nicht manifestieren, so darzustellen, als wäre das nur was, was man macht, wenn man ein Mönch ist, das ist ja, all das ist ja so Vorurteile, die ja so rumkreisen. Warte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz was gucken. Warte mal. Okay, perfekt, sorry. So, haben wir nochmal eine, zur Not eine zweite Variante. Haben wir 2 Tonspuren. Nee, jetzt ist gut. Jetzt besser? Ja, mit der Null. Weil letztes Mal hatte ich so ein Rauschen bei Leon im Talk und der hat mich dann gefragt, was mit dem Ton los war. Wir hätten das letztes Mal umgestellt. Aber ist alles cool. Ja, also ja, das, die typische Meditation ist ja nicht, dass man einfach da jetzt so... Wie würdest du das denn beschreiben? Was Meditation? Eine richtige Meditation für dich bedeutet? Ja, generell ist ja so wie bei allem im Leben, es gibt kein richtig und kein falsch. So einfach so, das ist ja auch wieder nur so eine Form, die gegossen wurde von irgendwelchen Menschen. So eine Meditation sieht so und so aus. Für mich persönlich ist Meditation, heißt es, mich mit mir selber zu verbinden und einfach nur mit meinem Spirit oder wie auch immer man, auch das wieder, wie man es nennt, ist ja egal, diese innere Stimme, die jeder von uns kennt. Aber viele haben halt verlernt, da überhaupt noch hinzuhören. Ne, so, weil man hört gar nicht mehr hin, was will mir eigentlich mein innerstes Ich sagen? Und das ist das, wenn man dann aus meiner Sicht so ein bisschen vielleicht von seinem Weg abkommen kann, wenn man dieser Stimme gar nicht mehr zuhört und nur noch von außen hört, was auf einen einprasselt und das dann als seine Realität erschafft. Und nicht, weil ich die erschaffen will, weil ich daran glaube, sondern weil jemand anderes mir erzählt, ah, so und so sollte es sein. Ja, die Meditation heißt, nimm dir eine halbe Stunde Zeit, setz dich auf dein Sitzkissen, mach die Augen zu und hör zu. Das ist für den einen vielleicht eine Meditation und für den anderen kann das bedeuten, ey, ich lege mich an den Strand, sonne mich und mach da mal die Augen zu oder auch mit Augen offen. Es ist ja alles egal. So zu verstehen, dass wir alle für uns selber unsere Realität erschaffen. Und das, was ich dann sage, wie gesagt, ist eine Meditation, ist für mich, mich mit mir selber zu verbinden. Ich mache das in verschiedensten Situationen. Ich mache das mal im Sitzen, ich mache das mal im Liegen.
manchmal sogar natürlich dann nicht tief beim Autofahren, so kennt auch jeder, wenn man so ein bisschen die Gedanken mal kreisen lässt. Am Ende einfach, jeder darf es für sich selber definieren, was das ist. Okay. Und für mich ist es einfach, diese Verbindung zu sich selber aufzubauen und auf sich selber zu hören, was wirklich tief in dir drin ist, was du oder was man hier auf dieser Erde überhaupt bewegen möchte. Ja, interessant. Mhm. Ja. Und weißt du, jeder hat da eine andere Beschreibung zu. Ich finde das wirklich interessant, mal zu sehen, ne? Jeder hat sein eigenes Leben, ne? Und wir vergleichen uns immer. Und das war auch eines dieser Themen für mich, war immer, obwohl ich dann erfolgreicher war und mein Leben, ich habe halt immer im Außen geguckt, was kann ich, ich habe mich verglichen, mein Leben mit dem von anderen. Und das ist halt auch was wir lernen dürfen aus meiner Sicht. Dieser Vergleich, der bringt, was bringt der dir? Was bringt es, dich mit jemandem zu vergleichen? Es kann dich inspirieren, aber es kann dich halt auch runterziehen. Ne? Also je nachdem, wie du drauf bist. Und ich würde sagen, genau, natürlich kann es auch nützlich sein, 1000%ig. Ich glaube, dass die meisten leider diesen Vergleich aber eher immer so ziehen, dass es für sie schlecht ausgeht. Mhm. Und sich dann fühlt man sich schlecht und dann hindert es sich eher. Weil in meinem Umfeld, ich kenne wenige, die das schaffen, so einen Vergleich als einen Motivationsschub. Mhm. Kenne ich mittlerweile. Ja, mittlerweile, okay. Aber aus meinem, ich sage jetzt mal, früheren Leben, mich eingeschlossen, war das halt eher immer was Negatives. Mhm. Und habe mich gerade dann auch nochmal mit dieser Social-Media-Welt, die ich dann natürlich sehr eng kennenlernen durfte durch meine Tätigkeit, was das halt auch für die Psyche bedeutet, wenn man die ganze Zeit nur nach dieser Perfektion strebt. Und das ist dann auch dieses Thema immer höher, schneller, weiter. Weil dann verdienst du gutes Geld und zu verstehen, dieses Geld macht dich gar nicht glücklich. Das ist einfach nur eine Zahl. Natürlich, wir brauchen ein gewisses Geld, um uns unser Leben zu kreieren, wie auch immer das dann aussehen mag. Aber wenn du halt nur darauf aus bist, dieses Geld zu verdienen, dann passiert es auch meistens nicht, weil du dann gar nicht in deiner Leichtigkeit bist und du tust gar nicht das, was du tun willst, sondern du machst es nur wegen dem Geld. Und dann sind wir wieder in der Matrix, dieses Konzept, Zeit gegen Geld zu tauschen. Du bist einfach nur, du bist zu deinem Job, sitzt da deine Zeit ab, in vielen Fällen. Ne? Auch das ist ja nicht für jeden so. Manche gehen ja gerne zu ihrer Arbeit. Ja. Die sollen sich aber auch gar nicht angesprochen fühlen. Ja, ja. Meistens ist ja so, du fühlst dich ja nur angesprochen, wenn irgendwas, wenn man so darüber redet, es in dir auslöst. Und weil immer, ja, aber du kannst ja nicht alles über einen Kamm scheren. Ich so, mach ich auch gar nicht. Ich sag ja nur meine Wahrheit, so wie das für mich war. Und deswegen habe ich dann angefangen, mir ein Leben zu kreieren, was nicht mehr in Deutschland ist. Und dann kam er auch, okay, erstmal aus Deutschland raus, wohin? Dann über. Wo bist du erst hingegangen? Mexiko. Das war das Erste? Ach so. Ah, nee, Bali. Bali war das Erste. Ach ja, echt jetzt? Und wie war das für dich? Ja, Bali war, ich muss sagen, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich meine Themen noch sortieren durfte. Mhm. Also, wo ich wirklich so erstmal an diesem Boden aufgeschlagen war, okay, jetzt musst du dein Leben neu gestalten. Weil das, wie es so ist, das wirst du nicht oder das willst du so nicht weiterleben. Mhm. Und dann war es damals immer meine beste Freundin, die gesagt hat, ey, ich glaube, du musst mal alleine verreisen. Bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie gemacht. Aha. Immer nur Hotelurlaube, dieses Klassische in der Komfortzone. Ah ja, wow. Immer Komfortzone, 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 Sicherheit, Sicherheit auf allen Ebenen. Mhm. Und dann war es noch so lustig, weil sie dann damals so, ja, ich glaube, du musst mal alleine verreisen. Und dann sitzen wir da und ich so, ja, ich glaube, ich fahre jetzt mal eine Woche nach Mallorca. Und ich so, sie lacht direkt so, sie so, Sascha, nein, das ist nicht das, was du brauchst. Okay. Ich weiß genau, was du brauchst. Du musst nach Bali. Und dann war sie direkt so bei mir, halt auch wieder das. Sie hat es nur gesagt und wir haben gar nicht diskutiert. Das war direkt so, sie hat es ausgesprochen. Und ich glaube, am nächsten Tag habe ich gebucht. Oh, wow. Am nächsten Tag, das war so stimmig, weil sie war halt dann auch schon da, so generell auch Thailand, hat dann schon auch auf dieser spirituellen Ebene schon viel, ich will es gar nicht Arbeit nennen, aber viel Entwicklung hinter sich gebracht. Und dann war es so, wie gesagt, auch da sie so ein bisschen die Weib, also sie ist das weibliche Ich, sie ist mein weiblicher Gegenpol auf dieser Erde. Und dann war so, okay, sie hat Bali gesagt, ich so, ja komm. Und dann einfach Bali gebucht. Und das war natürlich, das hat natürlich auch direkt nochmal so viele neue Portale geöffnet, zu verstehen, wie die Welt halt auch sein kann. Die Menschen dort zu sehen, aber auch diesen Mix an dann, ich sag jetzt mal, digitalen Nomaden, dann triffst du auf einmal auch Deutsche da, dann triffst du Menschen aus aller Welt und zu verstehen, wir haben eigentlich alle ja
dasselbe. Wir wollen einfach geliebt werden. Wir wollen alle aus dieser Liebe heraus etwas kreieren, mit Menschen sein, die uns lieben. Mhm. Einfach eine schöne Zeit haben. Und das dann halt zu sehen, dass das so noch möglich ist, mhm, ohne Judgment. Du kannst erzählen, was du willst. Und wie war das in Deutschland? Ich habe mich auch gar nicht mehr getraut, was bei gewissen Leuten zu sagen, weil du dann wie in so einem Gefängnis bist. Weil wenn du halt so ein bisschen dieses Gefühl hast, ich sag mal jetzt nicht anders zu sein als alle anderen, weil das hört sich wieder, als alle anderen, das hört sich wieder so negativ an. Aber du merkst halt so, sobald du dich ein bisschen mehr auslebst, kommen doofe Kommentare. Mhm. Und dann vielleicht sogar von deinen engsten Leuten. Mhm. Nicht nur von Fremden. Ja. Das beeinflusst dich zwar auch, aber dann auch so, dann erlaubst du dir, diese Teile in dir gar nicht rauszulassen. Und dann sperrst du sie irgendwann weg. Und das wurde halt alles so, ja, durch Plant Medicine wieder freigelassen. Und dann konnte ich überhaupt erstmal wieder anfangen, mein Leben zu kreieren. Und dann Bali, das ist ja alles so, das baut ja dann aufeinander auf. Dann siehst du erstmal, oh, die Welt kann auch so sein. Mhm. Und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland und dann wirst du direkt wieder konfrontiert. Ja. Ey, das will ich ja gar nicht mehr. Mhm. Weil da dachtest du ja auch, okay, jetzt Bali, war jetzt mal einmal so, jetzt gehst du wieder zurück nach Deutschland. Und dann eigentlich, als ich zurück in Deutschland war, dann war dieser Punkt schon da, ja okay, Deutschland verlassen, mal ja. Aber als ich dann relativ ein paar Tage nach Bali war dann sofort die Entscheidung so, ja, ey, jetzt raus. Das war's. Weil das war dann sofort so, nach der Ankunft in Deutschland, okay, jetzt ist ja eigentlich, weil man denkt ja so, oh, ich habe mich verändert, jetzt wird alles besser, auch in Deutschland. Und dann kommst du wieder, dann ist es zwar schon besser, mhm, und es hat nichts mehr mit Deutschland generell zu tun, sondern einfach altes Umfeld, altes Leben. Und dann merkst du auf einmal, nee, es ist eigentlich noch fast genau dasselbe Prozedere. Und dann war direkt klar, okay, raus. Und dann kam direkt Mexiko. Okay, cool. So, mhm, ja. Bali darf ich natürlich nicht vergessen. Bali war auch wichtig. Boah, Bali war sehr wichtig, mhm, und sehr, sehr heilsam. Weil auch da natürlich nochmal, Mexiko ist auch krass. Aber für mich war Bali nochmal, um diese ersten Schritte zu gehen, für mich persönlich war Bali genau, mhm, genau der Platz, wo ich sein musste, um da erstmal mich ranzutasten. Und jetzt würde ich Stand heute Mexiko vor Bali setzen. Ah ja, krass. Okay. Also in der heutigen Version, in der ich jetzt hier, ja, sitze. Mhm. Aber auch da, das kann sich auch wieder ändern. Sich nicht zu limitieren, zu sagen, ja, das ist jetzt so und das wird immer so sein, sondern so wie das Leben. Dieses Thema Highs Excitement ist ja auch immer sehr spannend. Ist ja so ein Begriff, der in den letzten Jahren ja rauf und runter diskutiert wird. Direkt an Julian Zito denken. Highest follow your highest excitement. Das ist natürlich so ein Begriff, den er, glaube ich, ganz gut verbreitet hat. Ja. Und auch da habe ich zum Beispiel so ein paar Mal am Anfang diese, ich sag's jetzt mal, Fehler gemacht im Sinne von, ich wollte das dann, oder so wie er das ausgesprochen hat, hat man das dann, okay, Highest Excitement ist das, was er sagt. Und auch dazu verstehen, ey, ich kann das doch selber definieren, wie ich das Highest Excitement in meiner Welt integrieren möchte, weil am Ende einfach hinzuschauen, wenn jemand anderes was sagt, ey, was taugt mir davon? Was hört sich für mich davon sinnig an? Und dann probiert man es aus und dann merkt man, entweder fühlt sich das gut an oder nicht. Und das ist ja das. Auch, es ist grundsätzlich alles so einfach. Das heißt auch nicht, dass ich das jedes Mal hinbekomme, das umzusetzen. Aber im Prinzip ist es so. Wenn wir einfach nur dem folgen, was uns Spaß macht, ja. Aber halt nicht komplett blind. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich würde mir jetzt beim Highest Excitement vielleicht überlegen, ob ich mir halt ein Tattoo an den Hals mache, weil das sollte schon ein bisschen besser durchdacht sein vielleicht. Aber so grundsätzlich das Prinzip vom Highest Excitement finde ich super spannend und da kann man auch sehr viel für sich rausziehen, was einem aus meiner Sicht fürs Leben an die richtigen Orte führen kann. Ja, auf jeden Fall. Folgst ja dein Gefühl. Und dein Gefühl leitet dich ja dahin, wo du eigentlich irgendwann ankommen möchtest. Oder was heißt ankommen? Der Weg ist das Ziel, sage ich eh immer. Ne? Das ist sowieso einer der, ja, auch. Aber diese ganzen Sachen, auch das so einer der wichtigsten Learnings. Mhm. Der Weg ist das Ziel. Ja. Wenn du die ganze Zeit nur nach dem Ziel suchst, mhm, dann bist du am Ziel und dann merkst du auch wieder, und jetzt? Und jetzt? Weil du bist ja dann nächstes Ziel. Und dann wieder der Weg dahin ist das Ziel, was dich ja auch formt. Ne? Während du versuchst, zum Ziel zu kommen, genießt du es nicht, weil du nur das Ziel im Kopf hast. Mhm. Dieses Ziel erreichen. Das ist ja dann meistens nur ein Fingerschnipp. Ja. Manchmal sogar nur ein paar Sekunden. Ja. So, dann geht's dir gut, dann wirkt das vielleicht noch ein paar Tage nach. Und dann ist genau das. Dann siehst du da und denkst dir, hä? Nächstes Level, das ist so wie wenn du Mario Kart spielst oder weiß ich, weißt du, das ist ja nicht
der Gewinn ist ja nicht das, was Spaß macht. Das ist ja wirklich die Strecke. Ne? Es sollte die Reise sein. Ja. Weil dann kannst du dir, es ist ja auch nichts Ungesundes an Zielen setzen. Mhm. Nur halt nicht. Die Direction zu finden, aber. Ja. Und dem Ziel dann halt alles unterzuordnen. Weil wenn ich halt, weil das Ziel kann am Ende Spaß machen, aber wenn die Reise dahin ultra schmerzhaft ist und eigentlich gar nicht das ist, wenn man jetzt mal aus diesem Matrix denken, wenn ich sage, das ist ja für mich immer so das Traurigste. So, wenn ich Leute, ja, ich arbeite jetzt noch bis zur Rente. Und dann sagen Leute, die sind 40. So, überleg mal, die haben da schon die nächsten, was, ich weiß gar nicht, was das Rentenalter mittlerweile ist, aber früher war es 65. So, dann wussten die mit 40, ja, ich arbeite jetzt noch 5. Die arbeiten nur, um irgendwann in der Rente zu sein. Oh Gott. So, du musst ja mal. Das ist schon krass. Also, das ist, das leben wir hier nicht. Das leben wir hier nicht in Mexiko. Vor allem, wie willst du da ein schönes Leben haben? Wenn du so rangehst, weil dann erlaubst du dir ja gar nicht, ein schönes Leben haben zu können. Weil dann ist ja, ja klar, ich muss jetzt montags bis freitags arbeiten, weil ich muss ja Geld verdienen, damit ich überhaupt leben kann, um dann mit 60 anfangen können, oder mit 65, whatever, dann kann ich ja richtig leben, weil ich habe ja dann genug gearbeitet. Und das ist ja diese ganzen verzwickten Realitäten, die einem da halt präsentiert werden. Und wenn man halt nicht mal anfängt, bei mir war es, wie gesagt, ein unschönes Ereignis für meine Ex-Freundin, was im Grunde jetzt hinten raus für mich das beste Ereignis ist, was mir hier passiert ist. Krass, ne? Weil das für mich diese Tür geöffnet hat. So. Und wie ging es dann weiter? Also du warst dann in Mexiko, warst erstmal geflasht hier vom Land und Leute und alles. Hast dich wohlgefühlt direkt von Anfang an oder wie war das? Dann hast du Ayahuasca entdeckt, ne? Aber auch nicht direkt. Ach so. Das war ja auch wieder, das ist ja immer dieses Interessante, wie von außen dann direkt alle, weil natürlich mein engstes Umfeld wusste, dass ich das gemacht, also dieses Thema Plant Medicine. Mhm. Dann hieß es, ich gehe nach Mexiko. Und wie war das alle? Ach ja, jetzt gehst du nach Mexiko, weil du willst ja Ayahuasca machen. Und das ist immer das, was die von außen, die Menschen nicht verstehen. Das ist nicht, wenn man es aus meiner Sicht in einem richtigen Rahmen macht, dann ist dieses Thema Calling ja so ein großes Spiel, wann man es überhaupt macht, ob man es überhaupt macht. Und für mich war damals nicht, ich will jetzt nicht nach Mexiko, um unbedingt diese Erfahrung zu machen. Aber es kam. Aber es kam auch nicht in meinem ersten Mexiko-Aufenthalt. Ah ja, sondern okay. Ich war dann hier und mich haben da Leute gefragt, ja, willst du Ayahuasca machen? Ich so, wenn das irgendwie so in mein Leben kommt, dass es sich gut anfühlt, schließe ich es nicht aus. Das kam aber dann nicht. Dann war ich hier, war voll geflasht von den ganzen Eindrücken, wie toll, ja, jetzt, ich halte mich hauptsächlich in Tulum und Playa del Carmen auf. War natürlich auch schon Holbosch, Cozumel, aber jetzt noch nicht groß weiter. Und ich war natürlich auch geflasht. Und immer wenn du irgendwo neu bist, dann gibt es ja erstmal alles zu entdecken. Du lernst alles neu kennen, die Städte, die Strände, du triffst neue Leute. Und dann war es einfach nicht so präsent. Und dann bin ich wieder zurück nach Europa, weil ich dann den europäischen Sommer dort verbringen wollte. Dann sind auf privater Ebene ein paar Sachen nicht so gelaufen, also auch beziehungstechnisch. Und dann stand ich da und dachte, ja, okay, wo gehst du jetzt hin? In Deutschland willst du auf gar keinen Fall bleiben. Das Land, wo ich da war, das war dann Ibiza. So, nee, da bleibe ich jetzt auch nicht. Das war dann diese negative Energie. Und dann war so, okay, ja, warum gehst du nicht eigentlich zurück nach Mexiko? Und dann bin ich zurück nach Mexiko und dann war das auch was ganz anderes. Dann war ich hier so irgendwie nochmal mit einer ganz anderen Energie. Und dann habe ich auch es nicht gesucht, dann kam das Thema auf einmal wieder in mein Leben. Okay. Dann habe ich die Leute kennengelernt, mit denen sich das einfach gut angefühlt hat. Und dann war es so, ich war glaube ich eine Woche in Mexiko und habe ich schon die Person, ach ja, übrigens, nächste Woche ist die erste Zeremonie. Und ich direkt, oh Gott, machst du das jetzt? Weil ich hatte ja schon gehört, dass Ayahuasca nochmal eine andere Intensität ist als jetzt zum Beispiel LSD oder Mushrooms. Und dann war aber nach kurzem Nachdenken so, okay, let's go for it. Du hast einfach reingefühlt und hast gefühlt, war jetzt richtig. Und es war dann auch, was oft ja ein Antreiber mit ist, ist ja auch dieses Thema Verzweiflung. Bei mir war es dann in dem Moment, ich war mit einem broken heart, war ich hier. Oh. Und ich wusste ja grundsätzlich, wie dieses, also es hat glaube ich schon dazu beigetragen, dass Ayahuasca mich diesmal so gecallt hat, weil ich so, ich war jetzt nicht komplett zerstört, aber ich hatte halt ein gebrochenes Herz. Ja. So. Und Verzweiflung ist ja oft ein Treiber, der Menschen in so eine Erfahrung am Anfang reintreibt. Aha. Weil die sich dann denken, man sucht ja nach Antworten. Ja, ja, ja. Man sucht ja wieder nach seinem Frieden. Mhm. Man sucht wieder nach seiner Selbstliebe. So. Weil die wird einem ja in so einem, mit einem gebrochenen Herzen ja oft so ein bisschen weggerissen, bis man sie dann wiederfindet. Und ich persönlich wusste halt, dass für mich ist dann Plant Medicine auch so ein, kann halt so ein Fast Track sein, um nicht alle Probleme aus der Welt zu schaffen, aber wenn man weiß, dass man etwas zu verarbeiten hat,
kann es das sehr beschleunigen. Ja. Es kann halt sehr brutal dann sein, weil es dich dann halt richtig in das Gefühl auch reinbringt, ne? Aber darum, genau darum geht es ja auch, dich ins Gefühl reinzubringen, ne? Dich komplett von deinem Kopf wieder in dein Gefühl reinzubringen. Guck mal, wen wir da haben. Leon. Special Guest. Special Guest ist auch am Start. Kleiner Dschungeltalk. Tot, ne? Ja. Ja, sicher. Wir sehen uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Halt dieses wirklich genau das von dem Kopf hier reinzukommen und dann zu verstehen, wenn du auf dein Herz hörst, wenn du mit deinem Herz verbunden bist, dann sind die Lösungen eigentlich immer relativ nah. Der Kopf bringt nur oft mit unseren Gedanken, die in alle Richtungen kreisen und wir wollen Sicherheit, wir wollen alles schon vorher planen können. Und sobald wir in diese Leichtigkeit gehen, in unser Herz, dann lösen sich so viele Sachen meistens auf. Aber es ist halt auch, ich weiß das, wie gesagt, I've been there. Mhm. Das ist alles jetzt immer so leicht gesagt. Das ist alles so, ja, wie gesagt, auch ich nach jetzt 2 Jahren mit so viel Arbeit, ich habe immer noch Momente, wo ich das nicht hinbekomme. Und das ist auch, glaube ich, normal. Mhm. Egal, wie weit du dich entwickelst, es kommen immer neue Herausforderungen, so wie man halt damit umgeht. Es wird halt leichter, damit umzugehen. Ja. Weil je mehr man in diese, sag ich mal, ich sage jetzt mal schon, Arbeit mit sich selber, Persönlichkeitsentwicklung investiert, das zahlt sich halt einfach aus. Weil am Anfang ist noch so, ey, du klatscht einmal auf den Boden auf und dir geht's richtig scheiße. Und dir kann es richtig scheiße gehen. Und dann wird halt irgendwann sanfter. Dann klatscht du halt nicht mehr so krass auf den Boden auf. Und mittlerweile ist es jetzt bei mir so, auch bei diesen Zeremonien, ich klatsche halt eigentlich gar nicht mehr so richtig auf den Boden auf, sondern es ist dann halt einfach angenehmer, weil ich schon, oder weil ich nicht mehr so weit von der Realität weg bin, die ich ja eigentlich leben möchte. Ja, verstehe. So, und dann kommen halt immer wieder neue Lebensumstände. Du lernst nochmal neue Menschen kennen. Und die einen bringen dich vielleicht wieder ein bisschen von deiner Realität weg. Und das darf man dann erkennen, um sich dann selber wieder dahin zurückzubringen. Mhm. Und das, wie gesagt, da ist für mich das Thema Plant Medicine halt und gerade Ayahuasca nochmal einfach der größte Teacher. Das ist so, man sagt auch Mama Ayahuasca, das ist die Mama, die dir das, die dich, wenn du es brauchst, dann zieht sie dir auch mal eine über, aber am Ende will sie aus voller Liebe einfach nur das Beste für dich. Und das ist so was, wo für mich Ayahuasca oder generell das Thema Plant Medicine zu verstehen, wenn es mal ruppig ist, dann hat das seine Berechtigung. Und wir sind einfach, ja mittlerweile nehme ich das aber auch nicht mehr, also da haue ich das so raus, wir sind einfach auch verweichlicht. So, wenn du siehst, wie wir halt groß werden, uns wird beigebracht, dass es nicht okay ist. Also verweichlicht im Sinne von, es ist nicht okay, mal Schmerz zu fühlen. So, wer sagt denn das? Mhm. Ey, ich finde das mittlerweile eine der wichtigsten Sachen, diese ganzen Emotionen zuzulassen. Und wenn ich heulen will, will ich heulen. Also jetzt nicht verweichlicht im Sinne von, sondern genau das. Wenn ich heulen will, dann heul ich. Und auch da diese ganzen Dinge, als Mann darfst du das nicht zeigen, du musst stark sein. Ja, grundsätzlich Masculine Female Energy ist auch ein super spannendes Thema. Ja, voll. Das ist auch nochmal ein extra, können wir extra nochmal einen Talk machen. Ich wollte gerade sagen, sonst reden wir jetzt 50 Stunden. Ja. Aber super spannendes Thema. Mhm. Nur nichtsdestotrotz darf auch ein maskuliner Mann seine Gefühle zeigen. So, und das ist das, was in vielen Welten, und dann nehme ich jetzt mal diese westliche Welt vor allem, also auch so dann Deutschland, da wird dir das halt nicht, na nicht erlaubt, das Falsche, da wirst du halt direkt verurteilt als Mann. Und auch immer negativ wird das. Ja. Jetzt sagt man so etwas, was Schlechtes, wenn man traurig ist. Warum? Wer sagt denn, dass es was Schlechtes ist? Du darfst nicht, sei nicht traurig. Und als Kind, sei nicht traurig, hör auf zu weinen. Hör auf zu heulen. Ja, ja. Und da fängt es ja schon an. Ja. Und dann ist wieder das, nicht die Schuld bei den Eltern zu suchen, weil dieses Thema Schuld zu weisen ist auch was, was wir ganz schnell lassen sollten, sondern dann so gut es geht, in die Eigenverantwortung zu kommen und dann im Zweifel halt die Themen, die Eltern noch nicht aufgelöst haben, ja, wer verhindert denn, dass du sie jetzt auflöst? Mhm. Aber das ist halt, viele erlauben sich das gar nicht. Nur unsere Eltern haben es vielleicht auch nicht besser, weil sie wurden von ihren Eltern. Ja. Weil wenn wir Schuld zuweisen, dann ist das eine Reihe, die wird unendlich lang. Weil dann kann ich auf dich zeigen, du zeigst auf den Nächsten, der zeigt wieder auf den Nächsten. Ja, so, wo unterbrechen wir diesen Kreislauf oder diese Kette? Und gerade in Familienangelegenheiten ist es halt oft sehr, sehr schwer, da solche Sachen zu durchbrechen. Weil wir auch denken, ja, unsere Eltern unantastbar, aber auch das sind auch nur Menschen. Natürlich sind unsere Eltern, ich liebe meine Eltern über alles, ich habe den größten Respekt für meine Eltern. Würde ich heute alles mit meinem Kind so machen, wie sie es mit mir gemacht haben? Nein.
Und mir das überhaupt zu erlauben, das so auszusprechen, hätte ich früher niemals. Ich habe mich früher niemals getraut, da so reinzudenken, überhaupt was in Frage zu stellen, was meine Eltern mit mir gemacht haben. Sondern so, ey, meine Eltern, da darfst du gar nichts. Ja, ja. So, nee, das sind meine Eltern. Ja. Oh, bist du bescheuert? Darfst du ja gar nicht. Wer bist du, deine Eltern zu kritisieren, in Anführungszeichen? Aber auch das gehört zu einer Reflexion dazu. Weil da sind wir wieder am Punkt. Jeder darf für sich sein Leben so gestalten, wie er es möchte. Im vollen Spektrum. Und dazu gehört, alles zu fühlen, was man fühlen möchte. Und wenn ein Mann heulen möchte, dann soll er heulen. Warum nicht? So. Weinst du auch vor anderen Leuten mittlerweile? Mittlerweile, ja. Mittlerweile. Mittlerweile, nach ja. Nach Ayahuasca? War das danach, oder? Na, nicht Ayahuasca, sondern generell Plant Medicine. Weil bei mir war es Ayahuasca zum Beispiel, die mir geholfen hat, wirklich zu weinen. Richtig loszulassen. Ich konnte davor nicht richtig weinen, ne? Also nicht so. Wie Iowa. Ah ja, hat mir echt, das war so wow. Seitdem kann ich voll oft mal weinen. Das ist voll mega nice. Ey, ich wollte sagen, man freut sich nicht drauf, das ist das Falsche. Man fühlt so, aber so man, rein, das ist schön. Ich wollte sagen, dieses Gefühl danach, wie man dann, wenn man merkt, man hat diese Emotionen gerade einfach voll akzeptiert. Das geht ja auch so ein bisschen dann zum Thema Selbstliebe rüber. Ne? So, das alles zu akzeptieren und es ist alles in Ordnung. Und bei mir war auch. Ich war schon immer für einen Mann, aus der damaligen Sicht gesprochen, ein sehr emotionaler Mensch. Und das wurde mir dann so ein bisschen von meinem Umfeld gespiegelt, dass es nicht das ist, was man als Mann... Ah, okay. Aber nicht böse. Ja. Null böse, weil es hat keiner gemacht, so, oh, Sascha, du bist jetzt eine Pussy oder so. Aber es war schon so durch, auch, das, auch die Gesellschaft und so, war so, ja, der Mann macht das nicht. Und dann war es selbst, wenn ich zum Beispiel mal einen schönen Hollywood-Film geguckt habe mit meiner Freundin, mit meinen Freundinnen, dann habe ich gemerkt, wie manchmal bei so Liebesszenen mir eine Träne gekommen ist. Und was habe ich gemacht? Ja, Freundin hier. Ah ja, wirklich? Ja, klar. Weggedrückt. Oh nein. Ja, weil du dir halt denkst, wenn ich das jetzt... Mann. Das ist ja das Schlimme, wie das dann in deinem System ist. Du denkst, wenn ich das jetzt rauslasse, dann findet meine Freundin mich nicht mehr attraktiv. Oh mein Gott, stimmt. Das ist voll traurig, ey. Ultra traurig. Man ist voll gefangen. Man ist gar nicht frei, ne? Man kann sich gar nicht so... Du kannst gar nicht dich ausleben und du kannst gar nicht alles fühlen. Und wie schön das ist, alles zu fühlen, so wie du es gerade gesagt hast, kriegt direkt Gänsehaut. So, alles zu fühlen. Und auch um das, dieses Intensive, was einem vielleicht mal traurig macht, auch das hat seine Berechtigung. Und indem wir es dann durch uns durchfließen lassen, dadurch verlässt es uns dann auch Stück für Stück, nicht alles sofort. So. Aber zum Beispiel auch Thema dann nach einer Beziehung, wenn man das Herz gebrochen hat, so, habe ich mir früher nicht erlaubt. Was machen die meisten? Eingeschlossen, ab in die Ablenkung. Tinder, Lavu, ja, 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 Party, ja. Alkohol, Drogen, Ablenkung, Ablenkung. Ey, letztes Jahr im Sommer, ich saß 2 Wochen auf einem Sitzsack gefühlt den ganzen Tag und habe fast die Hälfte des Tages geheult. Echt? Ja, weil ich weiß... Du bist richtig reingegangen in die Emotionen. Ich bin da so reingegangen. Ja, krass. Und das war ultra schmerzhaft. Schmerzhaft. Ultra. Aber ich würde es immer wieder so machen. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen auch. Frauen machen sowas ja immer, leiden wie Sau, wie Hölle, aber dann ist es fertig gelitten. Fertig gelitten, loslassen. Und Männer erdrücken das jetzt, nee, wie sagt man das? Überkompensieren das, oder nee, drücken es weg. Überdrücken, nee. Nee, unterdrücken. Entschuldigung. Unterdrücken das und dann leiden die aber manchmal noch viel länger, immer mal wieder, wie die Frauen, die einmal richtig reingehen. Aber ich muss dir sagen, ich kenne mittlerweile auch einige Frauen, die das nicht so... Ja, kann sein. Also die das auch, das ist ja auch... Aber das liegt dann, jetzt kommen wir wieder, ich merke schon, das nächste Thema, was machen wir nicht jetzt auf, dieses Female-Male-Energy. Yeah. Weil wir haben fast keine Männer mehr, die in ihrer Male-Energy sind. Ja, oh, das zeigt mit Leon oft das Thema. Und dadurch können die Frauen gar nicht in ihrer Frauen-Energy. Ja, und dann ist das wieder dieses Wegspiel, weil der Mann verarbeitet seine Themen nicht, bringt das in die nächste Beziehung, verletzt dann die Frau, die dadurch verliert, in ihrer Weiblichkeit zu sein, kommt dann auch in ihre Männlichkeit. Und so, anstatt dass wir die Liebe verteilen, verteilen wir unsere Traumas. Oh mein Gott. Und vermixen die überall. Stimmt. Nee, das stimmt. Das macht so viel Sinn. Wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, Katastrophe. Das ist ja ein endloses Trauerspiel. und wenn du dann toxische halt, Sachen, was sich da ist, ne, entwickelt. Und du kommst dann halt auch da. Es macht ja kein Mensch mit Absicht. Ne? So, es ist halt, ich glaube, wir alle haben unseren Rucksack zu tragen. Oder jeder hat seine Themen. Bei dem einen ist es natürlich mehr, bei dem anderen weniger. Und der eine musste mehr schlimme Erfahrungen machen und der andere weniger. Aber trotzdem, bei vielen kommt das dann zu diesem Punkt, wo du halt gar nicht mehr schaffst, diesen Rucksack abzulegen. Vor allem, wenn du es nicht fühlst,
wenn du nicht mal drüber redest mit anderen Menschen, dann bleibt das in dir. Mhm. Und dann trägst du das an jemanden weiter, auch wieder nicht mit einer bösen Absicht, sondern wie viele sind dann in dieser Perspektive so, ja, okay, mir wurde das jetzt so erfahren, dann scheiße ich jetzt drauf, dann kann ich ja Frauen jetzt auch so behandeln. Mhm. Die letzte Frau hat mein Herz gebrochen, jetzt breche ich die Herzen von ihr, weil ist ja jetzt eh alles scheißegal. So, und das ist ja das Worst Case, was passieren kann. Mhm. Nicht nur Mann zu Frau, sondern auch Frau zu Mann. Ja. Weil wir Männer können auch, das ist auch das, ne? Es ist nicht mal der Mann, der die Frauenherzen bricht, sondern die Frauen können auch mittlerweile, oder nicht nur mittlerweile, war wahrscheinlich schon immer so. Und das halt, sobald dann dieser Status kommt, es ist alles normal, wie das, also wir verletzen uns einfach alle gegenseitig. Und deswegen ist auch für mich dieser Satz, wenn du dich selber heilst, heilst du halt die Welt. Mhm. Weil wenn du dich selber heilst, dann unterbrichst du da. Ja. Und wenn dann jemand zukommt, der dich verletzt, und das, ist dann, das sind die mutigsten, nicht mutigsten, die für mich bewundertsten Menschen, die dann selber verletzt werden und danach dann halt sagen, ey, okay, das war jetzt so, aber ich gebe dem neuen Menschen komplett ohne Judgment, ohne die alte Erfahrung in das Neue zu transportieren, wieder hier, bleibst Blatt Papier, let's go. Mhm. Und das ist ja auch wieder der Weg, wie du die richtigen Menschen in dein Leben siehst. Ja. Weil nur dann, wenn du herzoffen bist und sagst, ich gehe jetzt vernünftig mit dem anderen gegenüber um, nur dann lädst du ihn auch ein, dasselbe mit dir zu tun. Und selbst sogar jemand, der dich verletzt, wenn du ihm dann mit Liebe entgegenkommst, Beispiel, du wurdest betrogen, dann musst du den Menschen nicht mehr in deinem Leben lassen, aber du kannst ihm das trotzdem verzeihen. Weil das Verzeihen ist auch, was, glaube ich, viele kennen, ist das, was dir selber erst den Frieden bringt. Ja. Weil wenn du selber dahin kommst zu sagen, ey, das hatte gar nichts mit mir zu tun. Das war alles er und seine Erfahrung, oder ihre, ne? Ich will jetzt gar nicht bei nur dem Mann bleiben, auch dieses Gendern ist ja immer so eine Katastrophe, ne? Wo man beide Geschlechter direkt ansprechen muss. Aber noch ein Thema, worüber man einen Podcast machen könnte. Aber dieses, halt einfach diese Kette selber zu unterbrechen, weil jeder von uns kann das. Jeder von uns, und es sind manchmal Kleinigkeiten, wenn ich jemanden auf der Kasse, beim Einkaufen an der Kasse mit negativer Energie, weil diese Person vielleicht einen scheiß Tag hatte, dann antworte nicht pampig zurück, sondern lächle die Person einfach, mach ihr sogar ein Kompliment vielleicht. Sag mal, oh, Sie haben aber heute eine schöne Frisur. Ey, als ich das angefangen habe zu machen, ich mache das jetzt nicht bei jedem Einkauf, auch da, ne? Nicht falsch verstehen. Aber wenn ich das manchmal spüre, dass ich jemandem vielleicht so was Gutes tun kann, guck mal, wie wenig mich das kostet. Ich stehe an der Kasse, sag nur, auch ihre Frisur gefällt mir aber. Und wenn du dann siehst, was dann in den anderen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, die schrecken richtig auf. Du siehst doch nicht so, weißt du, die kommen gar nicht darauf. Klar. So, und sagen dann, keiner mehr. Und sagen dann, boah, danke. Du merkst richtig, dass die das wahrscheinlich seit Jahren oder vielleicht noch nie in ihrem Leben mal von einem anderen Menschen gehört haben. Und was kostet es mich? Gar nichts. Mhm. Einmal nur mal kurz was Nettes sagen. Ja, wir müssen ganz kurz ein- und ausmachen, weil nach einer halben Stunde noch ein bisschen Licht, guck mal. Licht hält auch noch. Was haben wir denn jetzt? Es ist noch in Ordnung. Frisur sitzt auch noch. Ein bisschen Licht haben wir noch. Wir waren heute ein bisschen spät dran, weil ich noch mit Leon von gestreamt habe. Muss man mal alles unter einen Hut bekommen. Aber ja, du hast komplett recht. Ich bin genau der Meinung, dass wir das wirklich... Also wir müssen uns eigentlich nur bewusst dessen sein, dass das, was wir aussenden, kommt wie ein Boomerang zurück. Mhm. Ne? Und deswegen macht das gar keinen Sinn zu sagen, hey, der macht so zu mir, jetzt mache ich auch so zu dem. Weil ich möchte das Gefühl ja teilen, was ich auch wieder empfangen möchte. Also total sinnvoll, auf jeden Fall. Wie weit man da jetzt... Es gibt ja verschiedene auch Ansätze. So, für mich war damals... zu diesem Thema einer, als ich dann auf Bali war, wo ich habe mich mit so vielen, nennt man sie Balinesen, bevor ich jetzt was Falsches sage? Könnte sein. Auch immer die Leute, die dort wohnen, die Einheimischen. Und da haben, die haben mir mal so richtig dieses Konzept von Karma halt übermittelt. Mhm. Und wenn du das lebst, dann kannst du gar nicht jemandem was Schlechtes antun. Ja. Weil wenn du so lebst, nach dem Wissen, okay, wenn ich jetzt irgendjemandem was Schlechtes tue, kommt das irgendwann zu mir zurück. Mhm. Wie viele Leute würden dann was Schlechtes tun? Ja. Und das auch, weil ich zum Beispiel jetzt erstmal für mich selber lösen durfte, so in mein Leben implementieren musste, dieses gesamte Karma. Und auch heute, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden drüber rede, leider ist es ja bei vielen noch normal, gerade so dieses Thema Mann, seine Freundin, Frau zu betrügen. So, war bei mir nie normal. Ist mir auch einmal leider passiert in meinem Leben. Okay.
nichts Tolles, absolute Katastrophe. Mhm. Aber für manche Männer ist es sogar normal. Die führen, oder auch für Frauen, ich würde sagen, ist wieder gar nicht nur das Mann-Thema. Ja. Mhm. So dieses, ich betrüge jemanden, ist einfach normal. So, wo du denkst, hä, wo sind wir abgebogen, dass es normal ist, jemanden zu belügen? Und das ist dann eine sehr harte Form des Belügen, im Sinne von, ich mache etwas, halte es geheim, deswegen meine ich belügen. Wo sind wir da abgebogen, dass sowas heutzutage das Normale ist? Weil, wieder geht's wieder Karma. Wenn du davon ausgehst, ich betrüge den Partner, und dann ist klar, dass du auch betrogen wirst, wie viele würden es dann machen? Dann machen es relativ wenige. Mhm. Und die das wollen, das nennt sich dann offene Beziehung. Weil dann ist es aber auch wieder kein Betrügen. Ja, dann ist kein Betrügen. Dann ist ja, ne? Dann ist die Lösung da. Ja. So. Aber es will ja auch keiner. Und die wenigsten wollen das ja. Die wenigsten wollen ja ihren Partner da freigeben, sage ich mal, ne? Ja. Ich habe dazu auch mittlerweile gar kein Judgment mehr. Hatte ich auch früher jetzt nicht krass, aber so. Am Ende, ey, jeder soll das machen, was er möchte. Das Wichtige ist nur, geh mit Liebe und Ehrlichkeit daran. Weil wenn du dich mit jemandem zusammen triffst, auch mittlerweile, ey, Kommunen sollen sie doch machen. Sollen doch 100 Leute da zusammen in einem Dorf leben und jeder so, wie er möchte. Ja. Ey, wichtig ist ja nur, dass der Gegenüber, mit dem du das dann eine Partnerschaft eingehst oder eine Kommunenpartnerschaft, whatever, dass alle, die an diesem, sag ich jetzt mal, Zusammensein beteiligt sind, dass die einfach alle Fakten haben und dann aus freiem Willen entscheiden können, ich möchte das selber so, dann go for it. Mhm. Oder es kommt halt, ja nee, ich würde eigentlich schon gerne eine geschlossene Partnerschaft, aber viele machen halt, holen sich die Vorteile einer geschlossenen Partnerschaft und machen es dann hinterrücks. Ja. Und das ist halt, ja, wo jeder für sich selber eigentlich dann immer der beste Mann hat. Versetz dich in die andere Rolle, versetz dich in die andere Person. Wenn dich jemand so behandeln würde, egal, ist jetzt nicht nur eine Partnerschaft, mit allem. Mhm. Wie würdest du behandelt werden wollen? Ja. Behandle jeden so, wie du behandelt werden würdest. Sagt man immer so, ne? Aber es macht halt wirklich am meisten Sinn. Es macht einfach so viel Sinn, weil wirklich, ich sag immer, die Energy kommt halt alles, es kommt alles zurück. Es kommt alles zurück. Deswegen, es kann nur gut ausgehen, wenn du ein guter Mensch bist. Egal, ob man denkt, ja, aber die anderen sind ja auch nicht gut, es gibt kaum noch gute Menschen heutzutage. Aber es ändert sich, wenn du anfängst, ein guter Mensch zu werden, weil dann ziehst du auch wieder gute Menschen an. Es ändert sich, safe. Ne? Wenn du ein Licht bist, kannst du andere erst dazu vielleicht verleiten, ja auch in diese Richtung zu gehen. Mhm. Und selbst wenn du dann schlecht behandelt wirst, dann das abzuhaken, diesen Menschen gar nicht viel Raum in dein Leben zu geben und dann dem nächsten Menschen aber wieder mit deiner vollen Liebe und mit deiner vollen Strahlkraft. Und was, wie du sagst, Gesetz der Anziehung. Du ziehst dann dieselben Menschen immer wieder an. Ja. Natürlich kommen dann vielleicht auch mal Menschen, die nicht positive Absichten haben. Gut, das gehört dann halt dazu. Aber halt nicht dann sein eigenes Sein deswegen wieder zu verändern. Weil man selber schlecht behandelt wurde, ja okay, jetzt mache ich das mit dem Nächsten auch. Sondern bleib in seinem Licht bleiben, in seiner Liebe bleiben und dann passiert die Magie. Weil dann ziehst du die Menschen halt zu dir, die genauso sind. Mhm. Und die bleiben dann auch. Mhm. Und auch das, es bleibt nicht jeder Mensch in deinem Leben für immer. Nee. Das sowieso nicht, ne? Aber ich wollte noch mal, ich überlege gerade, ich wollte eigentlich noch mal kurz was fragen wegen der Ayahuasca. Noch mal kannst du noch mal eine Erfahrung beschreiben? Was war das Krasseste, das Intensivste, Veränderndste, was du in einer Ayahuasca-Erfahrung erlebt hast? Mhm. Ja, mit das... Oder krass einfach, wo du sagst, boah, das war so heftig, das war ja wirklich wow. Ja, ich würde die Frage in zweimal antworten, weil einmal so von dem reinen Erlebnis war es dann, das war direkt beim ersten Ayahuasca, dass ich halt quasi dieses Thema Astralreise, wenn du deinen Körper verlässt und quasi auf der Erde oder im Universum mit deiner Seele so ein bisschen rumreist, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Mhm. So, da ich dann auf einmal zum Beispiel mit meinen Eltern zu Hause war und von oben, wie als würde ich auf so einen Film drauf gucken, dann war ich bei einer Freundin auf Ibiza, konnte sehen, wie sie tanzt. Dann war ich bei meiner Schwester zu Hause. Hast du es wirklich so gefühlt, als wäre es real? Als dachtest wär wirklich, ich das da. Ist jetzt da? Ja, ja. Du wusstest nicht, ich träume gerade uns oder das irgendwas. Kam dann erst später. Ah, sondern es war wirklich in dem so, Moment war es, das ist dann okay, auch krass. Halt der Moment, wo, also ich war das ja schon so, das war das erste Mal, dass das so passiert ist, aber ich war natürlich schon in dem Thema Plant Medicine drin, deswegen habe ich mich jetzt nicht so erschrocken. Mhm. Was aber da Leuten passieren kann, dass man natürlich so denkt, aber bin ich jetzt
gestorben. Ja. Weil du halt denkst, so, man redet ja, ah, was kommt nach dem Leben, siehst du dann alles von oben, kommt das nichts, whatever. Und das war bei mir halt nicht, weil ich habe einfach das gespürt, als wäre ich gerade mit da und habe es dann auch nicht hinterfragt. Okay. Weil das ist ja auch das Besondere, so in dieser in diesem bewusstseinserweiterten Zustand. Irgendwann kommt dann natürlich der Punkt, wo man sich dann so vielleicht ein bisschen erinnert. Den hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Bei mir war dann, irgendwann war ich einfach wieder in meinem Körper. Und dann machst du die Augen auf und guckst erstmal, hä, wo bin ich denn jetzt? Und dann realisierst du, dass du da bist, wo du quasi gestartet hast den Abend. Mhm. Und dann fängt ja erstmal an, so zu realisieren, hä, was ist da jetzt gerade überhaupt passiert? War das jetzt gerade real? War das nicht real? Crazy, ne? Und wenn du dann so hörst, dass halt, wir haben jetzt hier in Mexiko zum Beispiel eine Zeitverschiebung nach Europa, dass von dem Zeitraum, wo mir das passiert ist, es rein theoretisch halt möglich ist, dass das gerade real passiert ist. Also, das war dann so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt crazy. Mhm. Also nicht so, hier war es jetzt 0 Uhr und bei denen 6 Uhr morgens und ich sehe da, wie eine Freundin auf Ibiza anfängt zu tanzen, so ein bisschen. Das wäre ja dann auf jeden Fall nur der Verstand. Ja. Sondern es war eine Day-Ceremony und es war dann quasi so 3, 4 Uhr, was halt auf Ibiza 9, 10 Uhr war. Mhm. Also genau da, wo sie gegebenenfalls tanzen war. Genau da, wo meine Schwester mit ihren Kindern zusammensitzt, meine Mutter mit meinem Vater beim Fernsehen sitzt. Crazy. Und in den Situationen habe ich die halt auch gesehen. Das ist schon krass ein bisschen. So, das ist halt schon crazy. Und das ist so das eine so von der reinen Erfahrung her. Und das, was das Krasseste dann so für mich war, vom Effekt, war, dass ich ja auch da dann so ein bisschen mit einem gebrochenen Herz reingegangen bin. Und das ich bin dann auch durch dieses, nicht nur durch diese Beziehung nochmal durchgegangen, sondern durch alle Beziehungen nochmal durchgegangen. Vom Gefühl her? Vom Gefühl her. Ja? Also ich habe nicht alle Beziehungen gesehen, sondern es war so, das ist ja das, was du manchmal nicht beschreiben kannst, sondern dein Herz geht so durch alles durch und du kommst dann irgendwie, am nächsten Morgen saß ich da und habe dann zum Beispiel einfach gemerkt, ey, der ganze Schmerz ist weg. Der ganze Schmerz, dieses ganze, und wir könnten doch, wenn doch und doch das, das war alles weg. Das war einfach wie als wenn ausradiert. Du abgeschlossen hast, alles ist gut, alles ist super. Es ist, vor allem, lass das, es ist alles so, wie es sein soll. Ja. Das ist ja nochmal. Nicht, es ist alles nur okay für mich, sondern auch trotzdem für die andere Person in Liebe sein zu können. Mhm. So gar nicht mehr, hä, warum macht die das jetzt, sondern ey, es ist alles so, wie es jetzt passiert ist. Es musste alles so kommen. Mhm. Dieses Thema Vertrauen ins Leben. Komplett im Frieden angekommen, im Vertrauen. Genau so, es gab nie eine andere Option, dass das so passiert. Und auch das, es ist genau so richtig, wie es passiert ist. Und ich bin, jetzt kommt dann diese Kirsche noch, ich bin sogar dankbar, dass das so passiert ist. Mhm. So, dankbar für den Herzschmerz zu sein, weil auch das ist am Ende ein Teacher, wenn du hinguckst, zu sehen, warum? Weil meistens ist es dann auch, es spiegelt uns nur noch mal auch so unsere eigenen Themen, wenn wir unser Herz gebrochen kriegen. Weil wir dann, es stirbt ja auch eine Version von uns. Mhm. Weil wir sehen ja den Partner und dann sehen wir, es sind eigentlich ja drei Stränge. Wir sehen den Partner, wir sehen uns und wir sehen quasi uns zusammen als Paar. So, und es stirbt in dem Moment ja der Partner und die Version, also es sterben quasi zwei von drei Teilen, wenn du eine Beziehung beendest. So, und das kann je nachdem, wie intensiv das war, das tut dann halt weh. Und dann verlieren wir oft auch uns selber, weil diese zwei Teile sterben und je nachdem, wie dominant die waren, stirbt dann auch für einen Moment erstmal noch ein Teil für uns. Und das war alles in dieser, also durfte ich alles in dieser Ayahuasca-Nacht heilen und hat mich dann, ich war ja eh schon im Thema Plant Medicine, weil es schon so mir geholfen hat, mich selber zu finden, mir mein Leben aufzubauen, aber auf der Ebene dann auch nochmal so einen, sag ich mal, positiven Impact zu bekommen. Ich glaube, jetzt sind wir gleich hier jetzt im Licht. Schon ein wir sind, dunkel, ne? Wir sind im Licht, wir müssen jetzt langsam es zum geht. Punkt. Aber ich muss sagen, ich war jetzt auch an sich fertig mit dem. Ja. Das waren halt so die zwei krassesten Sachen. Also einmal natürlich diese Astralreise, weil die versuchst du dir ja auch mit deinem Verstand zu erklären. Hä? Kann das sein? Ist interessant. So. Mega spannend. Und auch immer dieses, ich habe ja auch schon mit mehreren Leuten geredet über Ayahuasca und ich habe es ja auch selber schon dreimal gemacht. Ist so interessant, wie jeder wirklich seine Sachen da erlebt, was er wirklich braucht. Wie man das immer sagt, das ist so schwierig. Ne? Man sagt ja immer, die Pflanze gibt dir das, was du heilen musst. Und
man selber kann das gar nicht so richtig greifen oder einordnen. Okay, hä? Und dann hat jeder seine Erfahrung und dann weiß er wirklich, okay, ich brauchte diese Erfahrung jetzt. Das ist so geil. Es ist so besonders. Aber da musst du halt erstmal hinkommen, so dann in dieses Vertrauen zu kommen, zu sagen, ey, das, was jetzt kommt, war genau richtig. Weil meistens kommt dann erstmal irgendwas hoch und dann machen ja viele, ja doch, ich sag jetzt mal, den Fehler zu denken, ach, jetzt ist das nur wegen Ayahuasca hochgekommen. Ach so. Nee, 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 das war schon immer in dir. Es hat dir jetzt nur einmal das hingelegt, damit du damit arbeiten kannst. Ja. Und wenn du dann aber mit der Perspektive daran gehst, oh Gott, jetzt habe ich das, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, wie soll ich das denn jetzt lösen? Also hat Ayahuasca es eigentlich nur schlimm gemacht? Ah, so meinst du. Ja, das ist eine Perspektive. Mhm. Oder du kommst dann halt in die Dankbarkeit, ah, danke, dass du es mir gezeigt hast, jetzt kann ich anfangen, mir mein wirkliches Traumleben aufzubauen. So. Alles immer eine Sache der Perspektive. So wie man da rangeht, du kreierst, oder das ist vielleicht noch einer so dieser Main-Sätze, jeder kreiert sein eigenes Leben. Auf allen Ebenen. Ja. Und das ist genau das. Willst du glauben, dass das jetzt was Schlechtes war? Dann wirst du glauben, dass das was Schlechtes war. Glaubst du, dass das notwendig war und dir hinten raus was Gutes bringen wird, würdest genau das tun. Ja. Das, was du manifestierst, ich glaube, da bist du ja sowieso auch ich bin ja, die Expertin der Manifestation. So. Ja, wichtiges Thema für mich immer, damit man wirklich endlich Verantwortung übernimmt für sein Leben. Ich meine, du coachst ja auch Leute in die Selbstliebe. Selbstliebe, Selbstfindung, auch jetzt ein bisschen wieder im Health-Bereich, also auch die Leute im Körper zu bringen. Also sei es dann auch körperliche Veränderungen zu erzeugen, weil auch das kannst du ja dir manifestieren, um dann in die Handlung zu kommen und dann wird es passieren. Genau. Und dass wir einfach anfangen, endlich Verantwortung zu übernehmen und nicht mehr sagen, hey, ich bin das Opfer und ich kann überhaupt nichts für nichts. Ne? Das ist so geil. Das ist so geil, oder? Es tut erstmal halt weh, weil das war bei mir halt auch das. Genau dieser Punkt hat zuerst Ultraschmerz ausgelöst. Weil du kommst ja, du wirst ja damit konfrontiert, wenn du sagst, okay, mein Leben ist gerade gar nicht so, wie es ist. Und dann realisierst du, scheiße, eigentlich bin ich für alles selber verantwortlich. Dann realisierst du halt, ist krass, ne? Scheiße. Du bist schuld quasi, aber du bist ja nicht schuld, du hast es ja nicht extra gemacht. Du warst ja unbewusst, ne? Also du wusstest es. Und halt auch dann diesen Turnpoint zu kriegen, in dieser Erkenntnis liegt ja eigentlich auch schon wieder die Lösung. Ich kann jetzt verändern und dann dauert es vielleicht ist nicht mal immer von einem auf den anderen Tag. Aber sobald du das anfängst zu verändern, ab dem Tag oder ab der Sekunde schon, fängst du an, dich in die richtige Richtung zu bewegen. Und dann wird's immer leichter, dann kommt immer mehr und dann kommst du in deine Energie, dann kommen immer mehr Menschen in deine Energie, weil die sehen überhaupt, wer bist du? Weil du bist das erste Mal in deiner Energie. Davor konnten die dich gar nicht erkennen. Ja, stimmt. Weil du bist blockiert. Yeah. Du strahlst ja gar nicht aus, wer du bist, weil du es gar nicht zulässt oder weil du es nicht zulassen kannst. Und sobald du das tust, das ist ja dann, wenn manche mal in so einer guten Phase davon reden, ah, jetzt passiert ja alles wie von selbst. Das ist diese Magie, wenn man in seiner Energie ist. Weil du strahlst, jeder von uns strahlt dann. Wenn du in deiner Energie bist, du musst halt nur rausfinden, wo du in deiner Energie bist. Und dann kannst du dein Leben so kreieren, dass du in diesem State nicht immer sein kannst, aber zum großen Anteil. Voll schön, das ist so wichtig. Genau dieses Thema Selbstheilung, sag ich mal, war jetzt so ein bisschen der Übergriff so ein bisschen zu diesem ganzen Gespräch, finde ich, was wir hatten. Das ist ja mega wichtig, ne? Heilung, Selbstheilung, Selbstliebe, diesen Weg zu finden, zum Beispiel durch Plant Medicine. Du hast ja jetzt auch morgen wieder eine Ayahuasca-Zeremonie. Ich bin jetzt wieder am Start. Wie fühlst du das dann, das Calling? Also wie genau beschäftigt dich gerade ein Thema, wo du sagst, okay, da möchte ich noch heftiger reingehen mit der Ayahuasca oder wie ist es, dass du dann entscheidest, das auch zu machen für dich gerade? Also bei mir mittlerweile, da muss ich auch noch mal vielleicht zwei beantworten. Früher war es so, ich habe halt gemerkt, dass immer noch was da ist und dass das mir extrem hilft, schnell an meine Themen ranzukommen, an die ich damals noch mit Meditation und so nicht rangekommen bin. Heute komme ich mit Meditation zwar schon ran, aber auch nicht so tief. Und bei mir hat sich das dann letztes Jahr zum Ende des Jahres schon so ein bisschen geswitcht, dass ich halt gemerkt habe, ich gehe gar nicht mehr nur noch in die Zeremonien, um meine Themen zu heilen, sondern um für andere Menschen auch ein Ansprechpartner zu sein, ihnen mitzuhelfen, mit in die Zeremonie zu gehen, um sie schon ihnen vorher ein gutes Gefühl zu geben und dann auch danach bei diesen ganzen Prozessen, wo mir damals auch Menschen geholfen haben, das alles so ein bisschen einzuordnen, dieses, was da so passiert, dieses, sag ich mal, universische, diese Unendlichkeit,
die dann auch mit dieser Welt zu verknüpfen. Weil diese Welt hier ist wunderschön. Ich will gar nicht nur im Universum rumschwirren. Ne? Ja. So. Und deswegen ist es mittlerweile nicht mehr dieses klassische Calling. Früher war es immer nur, wenn ich gemerkt habe, ah, ich will auf jeden Fall noch Themen auflösen, dann bin ich reingegangen. Ja. Und jetzt ist es so, wenn ich an Orten bin, wie hier in Mexiko, wo ich sag mal, mein Umfeld ist, die das anbieten, mein Schamane, meine Guides, dann gehe ich eigentlich fast jedes Mal, wenn die es anbieten, die bieten es nämlich auch nicht täglich an, sondern auch die bieten es dann nur an, wenn sie fühlen, dass sie den Raum halten können, was auch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen diese ganzen Zentren, wo täglich irgendwie, also gibt es ja auch hier in Mexiko mittlerweile, weil leider auch aus dem Thema wird was gemacht, wo schnelles Geld mitverdient werden will. Und dann gibt es hier so Stationen, wo die jeden Tag Zeremonien machen. Einfach nur, da werden die Leute durchgeschleust. Und das ist dann auch oft, wo die Leute eine schlechte Erfahrung machen. Und bei mir, mit den Leuten nehme ich es fast mittlerweile immer wahr, wenn ich dann da bin. Also ich reise jetzt nicht extra deswegen mehr hier hin. Aber ich bin sowieso hier. Und dann ist das so wie in einer Freundesklicke, Familie. Ach übrigens, nächste Woche ist eine, oder in zwei Wochen machen wir eine Zeremonie, willst du kommen? Und dann überlege ich kurz, passt das gerade? Weil ich weiß natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, auch Thema Business, wenn ich jetzt gerade irgendwas habe, wo ich voll im Fokus bleiben muss, dann kann ich nicht zu einer Zeremonie gehen, weil du weißt nie zu 100%. Weil vielleicht kommt irgendwas hoch und du bist danach erstmal damit beschäftigt und du brauchst schon den Raum dafür, dann auch mit dem, was passiert, arbeiten zu können. Ja. Und wenn ich halt weiß, ich brauche jetzt Fokus, dann kann ich nicht in eine Zeremonie gehen. Also, ist Stand heute noch so. Kann sich vielleicht auch irgendwann noch ändern, aber ist jetzt Stand heute so meine Herangehensweise. Ich verstehe das, weil energetisch verändert sich das. Man ist danach erstmal, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin danach immer erstmal so ein bisschen nicht angeknackst, aber ich brauche erstmal so ein bisschen. Das ist ja dann dieses Integrieren. Ja, ich brauche dann erstmal wieder, um ein bisschen wieder klarzukommen, sag ich mal. Und auch ein Erden, wieder hier quasi. Aha. Das hört sich ja immer so komplett nach Aliens und so an, aber so dieses wieder auf der Erde ankommen im Sinne von dein Verstand, der war halt irgendwo oder dein Spirit und den wieder in deinen Körper zu bringen und auch in diese Welt und auch hier dann wieder diese ganzen Erkenntnisse, die du hattest, hier umzusetzen. Das ist ja auch, weil sonst gehst du nur da rein, siehst ein paar Sachen, oh geil, und dann fällst du nach 2-3 Wochen wieder in deine Muster. Das ist ja eigentlich das, worum es geht, ist ja das, was du siehst, als Learnings zu nehmen und dann hier zu integrieren. Mhm. Und das ist ja das, was dann auch immer schwierig ist und auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal Arbeit, in dem Fall ist es Arbeit, das halt so hier rein zu portieren, dass du dann hier die maximalen Benefits hast aus all dem, was wir hier in dieser menschlichen Erfahrung halt machen dürfen. Ne? Ja, das ist super. Also ich finde das Thema halt einfach super interessant, weil ich bin jetzt gerade im Gefühl, oder wie kann ich sagen, ich fühle, dass wir gerade in so einer Transformationszeit sind, wo das wirklich extrem ist. Also wirklich so auffällig. Gerade an so Orten wie Tulum oder Kopangan oder Bali oder weiß ich. Oder Welt was. Ist in einem riesigen Wandel. Das ja, das ist sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, wie die Leute auch so sich immer mehr öffnen dafür und Interesse zeigen. Und das ist so schön, deswegen will ich auch darüber reden, weil ich das wichtig finde, dass man darüber spricht, dass es normaler wird und nicht mehr dieses irgendwie irgendwelchen schrägen Typ habe ich mal kennengelernt, der hat von irgendwem gehört, der hat das mal irgendwie so gemacht, sondern hey, wir, weißt du, wir normalen Menschen, wir machen das auch und irgendwie, weißt du? Es ist halt beides möglich, so halt das zu kombinieren, weil das haben viele ja auch nicht, ne? So, die denken dann, wenn man das macht, dann landet man irgendwo in der Gosse und einem ist alles egal. Nee, so, das passiert nur wie alles. Wenn ich aber zu viel Alkohol trinke, lande ich auch irgendwo in der Ecke und so, weißt du, das ist so. Was hast du noch mal gesagt zu dem, wie kann es passieren, dass man da drinnen bleibt und dann eine Psychose kriegen könnte? Wie könnte das passieren? Das hast du letztens erwähnt schon, das fand ich interessant. Ja, also grundsätzlich ist ja so, wenn wir diese Erfahrung machen, diese bewusstseinserweiternde Erfahrung, das ist ja auch so biologisch, da gibt es ja auch Studien zu, wie einfach deine Synapsen im Gehirn zu einem ganz anderen Prozentsatz arbeiten. Deswegen ist es ja auch, dass du in ganz andere Sphären kommst. Mhm. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du verlässt sogar deinen Körper und kommst dann wieder zurück. Das kann natürlich erstmal Ängste auslösen. Mhm. Dass wenn du dann danach, nachdem die Zeremonie vorbei ist, weil sie ist immer irgendwann vorbei, das ist auch so, was viele haben, so, oh, kann man da nicht kleben bleiben? Nee, die ist irgendwann vorbei. Man sagt ja, manche bleiben drauf hängen. Ne? So, und das passiert dann, wenn du, oder kann passieren, wenn du danach wieder, sag ich mal, in dein normales Leben zurückkommst.
Und dann vielleicht auch nochmal so Flashbacks kommen, dass vielleicht noch irgendwas, was du gerade verarbeitest, kommt in eine Alltagssituation, so ähnlich wie ein Déjà-vu, hat glaube ich auch, haben auch Déjà-vu. Haben ja auch viele schon mal durchlebt. Und das kann ja auch aus der Zeremonie passieren, dass du eine Woche später noch mal was hast, was dich aus in der Zeremonie erinnert, weil noch mal was hochkommt. Und wenn du dann dir selber nicht den Raum gibst, dass das quasi einfach normal ist und denkst, oh, jetzt verliere ich den Verstand, dann fängst du vielleicht an, das zu jemandem zu erzählen, der dir nicht hilft, das zu integrieren, sondern du erzählst das nur deinen alten Freunden, die alle noch nie Kontakt damit hatten. Mhm. Dann sagen die auf einmal, oh Gott, jetzt hast du das gemacht, jetzt glaube ich, hast du den Verstand verloren. Mhm. So, dann wird wieder das Ausgesprochene wird zur Realität. Du fängst an, das zu glauben und dann kann das passieren, dass du in so einer Psychose landest, weil du das selber kreierst, dass du denkst, dass du jetzt verrückt bist. Oh Gott. Mit Macht der Gedanken. Ja. Also meine wieder, Macht der Gedanken. Du denkst, dass das nicht gut ist, dann fängst du an im Außen und wenn du halt ins sag mal, falsche Außen gehst, im Sinne von Leute, die da gar keine Erfahrung haben. Wenn ich meiner Mutter früher mal erzählt habe, oh, ich habe mal einen Joint geraucht, dann war für die, ach du Scheiße, jetzt verliert er komplett den Verstand. So, ja. Weil aus ihrer Realität das was war und gerade jetzt dieses Thema, Bewusstsein zu weiteren Substanzen. Wenn du danach nicht Menschen hast, die dich dabei begleiten können, die da einfach sagen, ey, das ist vollkommen normal. So, versuch auch dir ein bisschen erklären können, was da in deinem Gehirn passiert, sodass das einfach vollkommen normal ist, dass du verstehst, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das auch dazugehören kann. Dann fährst du gar nicht erst gedanklich in so Sphären ab, so, oh Gott, jetzt ist irgendwas passiert, ich kann das gar nicht kontrollieren, das wird jetzt für immer so bleiben, sondern dann hilft dir das, das zu beruhigen. Und wenn du bei dir bist, und gar nicht, weil wie gesagt, am Ende kreiert man es ja wieder selber. Ja. Weil du kreierst selber, oh Gott, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen und dann steigert man sich rein. Und gerade bei so einer größeren, verändernden Ereignis im Leben ist es halt nicht so wie, ach, ich habe jetzt mal einen kurzen Traum, der mir nochmal durch den Kopf geht, sondern da kommen halt richtig tief verankerte Traumata gegebenenfalls hoch. Mhm. Ne? So, ja. Was auch immer da ist bei dem Individuum. Und wenn das halt hochkommt und du das dann nicht richtig übertragen kriegst, was sollte mir das jetzt sagen, dann bleibst du halt da drin. Bis du irgendwann vielleicht an den Punkt kommst, wieder rauszukommen. Leider, wenn du dann in diesem Punkt, auch wenn du dann zum Beispiel im System bist, in der Matrix in Deutschland, die schieben dich sofort vielleicht in eine Anstalt, wenn du denen sowas teilst. Ja, ja, das ist so. Oder die geben dir irgendwelche Psychopharmaka. Mhm. So, weil die versuchen dann, ah, der hat, ach ja, klar, der hat jetzt was, jetzt hat er den Verstand verloren. Zack, unterdrücken wir wieder. Und dann sind wir wieder im, wir drücken die Gefühle weg, wir fühlen nichts mehr. Und dann fühlen die Menschen, denken ja sogar, das ist besser. Mhm. Weil die dann denken, ah ja, jetzt ist mein Kopf ist aus. Ja, oh, ja. Gott sei Dank ist mein Kopf aus. Ja, habe ich noch sonst irgendwelche Gefühle jetzt zu Menschen? Nee. Fühle ich noch irgendwelche Freude? Nee. Aber Hauptsache dieser Schmerz, ich denke, ich bin verrückt, ist weg. Ja, ja, krass, interessant. Ja, das ist ja auch nochmal ein extra Thema. Ja. Weil das ist schon spannend. Ist schon echt interessant, dass die Leute so Angst haben, heutzutage zu fühlen. Ne? Das ist wow und so wichtig eigentlich, wenn man leben einer der will. Schlüssel, wenn man leben will. Ja, einer der Schlüssel für mich, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Mhm. Und dass da halt nicht nur immer alles rosa-rote Wolken ist, das ist in Ordnung. Mhm. Und es ist nicht schlecht. Es geht ja darum, das Leben grundsätzlich so aufzubauen, dass im Idealfall so viel wie möglich rosa-rote Wolken sind. Und dann die Gewitter, die halt dann durchzustehen. Und dann danach aber wieder in die rosa-roten Wolken zurück, ne? Ja, mega. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon, haben wir schon viel geredet. Ich glaube, haben wir mal. Ich hätte gerne noch viel mehr geredet, aber das ist jetzt auch jetzt schon so dunkel hier. Und ich glaube, jetzt wir verschonen die Leute mal, bevor das jetzt hier in. Ja, vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Talk. Du bist ja auch schon noch eine Weile hier. Ich bin noch am Start. Ja, und gucken wir mal, was jetzt passiert. Du machst jetzt deine Eier erstmal. Jetzt bist du noch vielleicht wieder was Neues zu berichten. Ja, genau. Dann bist du noch in Mexiko ein bisschen und danach, Akku ist jetzt auch leer, sehe ich gleich, aber ich habe noch einen zweiten, aber das ist, glaube ich, ein gutes Timing jetzt, das passt. Ja, ja, gerne. Dankeschön. Dann ich sagen, danke, dass du mich hier hattest. Ich denke mal, wir sehen uns noch mal in einem neuen Tag und reden dann vielleicht noch mal ein bisschen, was du auch so vorhast in der Zukunft und so weiter, aber erstmal bist du noch einen Monat hier, ne? Genau, bis Mai bin ich auf jeden Fall jetzt noch hier, also wir kriegen auf jeden Fall noch was hin. Okay, super. Ja, cool. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Like das Video. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Echt abonniert, Junge! Mann!